Kulturbeflissene Italienurlauber haben ihn bestimmt schon gesehen, den schiefen Turm von Pisa. Eine Attraktion, die für viel Geld vor dem Umstürzen gerettet wurde. Auch in Thüringen gibt es einen schiefen Turm. Der steht sogar noch schiefer als sein Bruder in Italien. Nach jahrelangem Hin und Her soll der Campanile der Oberkirche von Bad Frankenhausen jetzt endlich ein Stützkorsett bekommen. Das Zeug zum Touristenmagnet hätte er durchaus, doch längst nicht jeder will dafür auch Geld ausgeben. Seit Jahren erhitzt dieser Turm die Gemüter. Attraktion oder Ruine? Ganze 4,60 Meter neigt er sich aus dem Lot. Der in Pisa bringt es gerade mal auf 3,92 Meter. Es muss doch auch hier in der Kyffhäuser-Region funktionieren, mit so einem Turm den Tourismus anzukurbeln, dachte sich Bürgermeister Matthias Streetz. Es reisen 5 Millionen Menschen nach Pisa, um sich dort einen schiefen Turm anzuschauen, der bei weitem nicht so schief steht wie unser. Und vielleicht kommen in 10, 20, 30 Jahren hunderttausende Menschen nach Bad Frankenhausen, um sich den schiefsten Turm hier in Bad Frankenhausen anzuschauen. Von Millionen Touristen ist Bad Frankenhausen noch weit entfernt. Aber ein paar zieht der Turm tatsächlich schon an. Wir machen unseren ersten Urlaub zusammen und haben dann im Internet rumgeguckt. Und der schiefe Turm hat uns angelacht und dann haben wir gesagt, wir fahren mal her. Schön. Das sieht man selten, so einen schiefen Turm. Der ist herrlich schief, den werden wir uns noch anschauen. Wir kommen gerade erst dran. Damit der Turm auch so schön schief bleibt, ohne dass er umfällt, muss er gestützt werden. Der Boden unter ihm ist porös und die für den Kurort wichtige Sohlequelle fließt direkt unter ihm. Deshalb erhält er jetzt eine aufwendige Stahlkonstruktion. So kann er sich weiter bewegen, fällt aber nicht um. Jede seiner Bewegungen wird gemessen und aufgezeichnet. Das können die Besucher dann auf Monitoren mitverfolgen. Tagesaktuell kann man sehen, zum Beispiel wenn Sturm ist, bewegt er sich natürlich stärker als an normalen Tagen. Und das soll auch visualisiert werden. Und ich denke, das ist interessant für Gäste. Das ist allerdings nicht nur spannend, sondern auch teuer. Die Stütze kostet 1 Million Euro. Deshalb streiten lokale Politiker seit Jahren darüber. Jetzt zahlt der Bund 2/3 der Kosten. Bürgermeister Streetz verteidigt diese Entscheidung. Gäste, Touristen suchen nach was Besonderem, nach was Einzigartigem und es ist unser schiefer Turm. Die Stadt hat letzte Woche das Bürgerbegehren gegen weitere Investitionen in den Turm abgelehnt. Die Gegner wollen sich vor der Kamera nicht mehr äußern. Die Stimmung unter den Anwohnern bleibt gespalten. Ich glaube, es wird nicht viel bringen. Dass das so viele Leute zieht, dass sich das rechnet, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn welche jetzt hier so im Umkreis irgendwo Urlaub machen oder so, gucken sich das auch mal an, denke ich mal. Aber es ist jetzt nicht das, was jetzt alle herzieht, würde ich behaupten. Wir sind eine Kleinstadt, wir sind eine Kurstadt und ich denke auch, wir brauchen den Tourismus. Und damit versucht man ja zumindest ein bisschen Tourismus hierher zu bringen. Ich finde es gut, dass hier der Tourismus aufgebaut wird. Für mich passt der schiefe Turm nicht zur Stadt, also für mich gehört er auch weg. Bürgermeister Streetz kämpft weiter für seinen Turm. Er hat es mit ihm schon bis ins italienische und japanische Fernsehen geschafft. Und er glaubt fest daran, dass die teure Stütze ihr Geld wert sein wird.